Hallo ihr Lieben, ich möchte euch eins, zwei, drei Minütchen von meinen Erfahrungen berichten, die ich letztes Jahr im Juli machen durfte, als ich an der Intensivausbildung, an dieser Intensivwoche von Britt teilgenommen habe. Das war für mich eine ganz besondere Zeit und ich weiß, dass jetzt wieder eine Ausbildung stattfinden wird. Und ich möchte einfach meine Erfahrungen mit euch teilen, ganz kurz und knapp. Weil ich weiß, wie schwierig das ist, diese Entscheidung zu treffen und diesen Schritt zu gehen. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen bei seiner Entscheidung so ein bisschen helfen kann und da einfach unterstützen kann. Also für mich war es eine sehr, sehr, also ne, sagt ja der Name schon, Intensivwoche. Das war eine Intensivwoche, das war unglaublich. Und bis heute ist es so, dass ich davon total verzaubert immer noch bin, weil es war einfach unfassbar schön. Also wir waren untergebracht in einem wundervollen Haus. Wir waren 8 Frauen und Britt. Es war... ja, es war einfach so, als würden wir uns alle schon ewig kennen. Also wir sind da aufeinander getroffen und hatten einfach zusammen so eine vertrauensvolle Zeit und konnten uns da ja, zu uns selbst finden. Ne? Für mich war es wirklich eine Reise zu mir selbst. Ne? Da sind so viele Prozesse in Gang gekommen. Es war nicht nur einfach Theorie lernen, die ich hinterher anwenden kann, sondern es ging hier einfach um mich als Frau, um mich als Doula und um mich als Mensch. Und ja, das war letztendlich auch das Besondere an dem Ganzen. Ne? Und dass da Prozesse in Gang gekommen sind, die ja, bis heute noch in Gang sind. So. Und die mir ganz doll geholfen haben, mich selbst zu finden und mich selbst zu erkennen. Und ja, ich profitiere davon, wie gesagt, bis heute. Und es wird noch ganz, also weitergehen. Mein Weg hat da begonnen und ich, ja, gehe und gehe und gehe seitdem. Und das fühlt sich einfach nur gut und schön an und richtig. Und ja, auch dieser Kreis, in dem wir da waren, also es war eine wundervolle Balance von Theorie und Praxiserfahrungen, die Britt mit eingebracht hat, die total wertvoll waren. Ja, als auch diese ganzheitliche Ärztin, die dann noch mit dazu kommt, die nochmal andere Schwingungen einfach reinbringt und auch ganz ja, nochmal auf einer anderen Ebene Erfahrungen mit einbringen kann, einfach weil sie diese Erfahrungen aus dem Krankenhaus und aus professioneller Sicht nochmal ganz anders darstellen kann. Und auch diese Hebamme. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht, aber ist auch egal. Letztendlich war es einfach eine tolle Mischung. So aus ganz vielen verschiedenen Frauen und dann noch wir, die auch jeder wieder sein ihres reinbringen durften und konnten. Und das war einfach eine wundervolle Mischung. Und ja, gefühlt sollte das alles so sein. Und sind wir alle da aufeinander getroffen, weil das so für uns bestimmt war. Und ja, es war eine ganz große Sache für mich, eine ganz große Reise, die ganz viel in meinem Leben in Bewegung gebracht hat, was aber auch genauso richtig war. Und ich würde diese Reise immer wieder antreten, immer und immer wieder. Und was ich im Nachhinein jetzt auch schön finde, ist diese Verbundenheit, die einfach geblieben ist. Also so bedingungslos liebend, wie wir da vor Ort miteinander waren, das ist einfach geblieben. Das ist bis heute so. Und wir halten und stützen uns gegenseitig. Wir hören uns zu, sind füreinander da. Und obwohl wir überall in Deutschland verstreut sind oder auch darüber hinaus, ja, sind wir einfach bedingungslos liebend miteinander verbunden. Und ja, ziehen so jeder mit einem Rucksack voll Wissen und Weisheit und Liebe und Bedingungslosigkeit, ja, ziehen wir in die Welt.
und begegnen anderen Frauen und Babys und ja, finden alle so nach und nach unsere Mission. Und ja, wenn einer von euch noch Fragen hat, kann er sich gerne bei mir melden. Einfach per WhatsApp, dann 0162241 5584 oder auch gerne per Mail. Die Daten findet ihr auch auf Brits Homepage. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!